Mit was verbringst du eigentlich deine Zeit? Wie oft stolperst du über irgendein Video auf YouTube, in Facebook, auf irgendeinem Newsfeed? Und schaust dir irgendwelche Dinge an, liest dir Überschriften durch von den ganzen Titeln und denkst dir, oh, das würde ich auch noch schauen. Das auch noch, das auch noch. Schaust dir irgendwie eine Stunde Videos und dann machst du, hey, wo ist meine Zeit? Und eigentlich wolltest du ja deine E-Mails checken und arbeiten. Oder du wolltest um den Hamster kümmern, keine Ahnung, was Sinnvolles machen. Auf jeden Fall was anderes. Und dann fragst du dich, wo die Zeit hin ist. Und ich habe neulich schon mal ein Video darüber gemacht auf YouTube. Und da ging es um eine Not-to-Do-Liste. Und das ist nämlich das, was ich bei mir jetzt mal eingeführt habe. Und mir unglaublich weitergeholfen hat und kann ich jedem nur empfehlen. Und deshalb wollte ich es auch nochmal in dem Video anbringen und auch wie du das Ganze genau umsetzen kannst. Also, ich habe auf meine Not-to-Do-Liste Dinge gepackt, wie eben kein Newsfeed mehr lesen, Facebook, keine Videos schauen, nichts konsumieren, ohne was umzusetzen. Und genauso habe ich mir jetzt, das ist eben auch ein schöner Tipp, noch zusätzlich drauf geschrieben, hey, maximal dreimal am Tag E-Mails checken, Facebook, WhatsApp, Bankkonto, keine Ahnung, alle Sachen, die du hast, alles, was dir einfällt. Alles, was dir auffällt in deinem Alltag, wo du plötzlich merkst, okay, das wollte ich eigentlich gerade gar nicht machen. Dir all diese Dinge mal aufschreibst, beziehungsweise auch einfach Dinge aufschreibst, die du den ganzen Tag machst. Wo geht deine Zeit überhaupt hin? Weil ich kenne es von mir selber, dass ich immer dachte, hey, nicht genug Zeit für alles Mögliche. Wenn man sich die Dinge wirklich mal anschaut, die man macht, dann kann man da auch einen ganz schönen Trick machen, sich diese Liste anzuschauen, hey, okay, was mache ich? Und dann kannst du es irgendwie automatisieren, kannst du es abgeben an jemand anderen, musst du das selber wirklich machen? Es ist eine Aufgabe, die du wirklich erledigen musst, das sich erstmal zu fragen, oder kann das eben nicht jemand anderes machen, oder kannst du es nicht gleich sein lassen, ist das eine nötige Aufgabe? So. Und sowas wie jeden Tag auch immer wieder reinzuschauen, hat jemand noch eine Mail geschrieben, hat jemand noch eine Mail geschrieben. Ich habe mir jetzt gesetzt, hey, dreimal maximal am Tag noch eine Strichliste. So immer, wenn ich reingeschaut habe. Und mehr gibt es nicht an einem Tag. Das sollte reichen, wenn du dreimal am Tag in eine Mail schaust. Oder WhatsApp. Oder sonst was. Und dann kannst du dir einen Strich machen. Und du verschwendest deine Zeit dann nicht damit. Natürlich braucht es am Anfang ein bisschen, bis man sich diese Gewohnheit geschaffen hat. Deswegen kannst du dir das eben auch, ja, ich habe es mir jetzt als Challenge gesetzt, das eben die nächsten 66 Tage zu machen. Und jeden Tag wirklich zack abhaken, habe ich es eingehalten und es wirklich jeden Tag umsetzen. Und dann wirst du merken, oh, der Alltag wird viel entspannter. Du hast wieder Zeit für die wichtigen Dinge, auf das, was du dich eigentlich fokussieren möchtest. Das solltest du dir auch aufschreiben. Was sind die Dinge, die du wirklich machen möchtest? Beides ist wichtig. Aber auch erstmal auszusortieren, das, was du nicht brauchst. Es ist einfach unglaublich schön, diese Klarheit zu bekommen.
Mit was verbringe ich überhaupt meine Zeit? Womit verschwende ich meine Zeit? Was möchte ich eigentlich machen? Was ich übrigens auch im Moment ganz viel mache, nämlich habe da ganz viele Gespräche nämlich jetzt geführt mit euch und rausgefunden, wirklich geschaut, hey, wo stehst du aktuell? Und wo möchtest du eigentlich hin? Was möchtest du eigentlich erreichen? Diese Klarheit zu erlangen. Und wenn wir da auch mal telefonieren sollen, wenn du da Lust drauf hast, dann kannst du gerne auf meine Webseite schauen. Das ist nämlich das, was ich im Moment anbiete. Ein kostenloses Strategiegespräch, kannst dich dazu da bewerben auf meiner Website. Und dann freue ich mich darauf, mit dir zu telefonieren. Und ja, bin gespannt und hoffe natürlich, dass ich dir dabei helfen kann, diese Klarheit zu finden. Und ja, wie gesagt, Link findest du in dem Video, auf meiner Website. Ganz gewöhnt, dieser Text. Nein. Ansonsten wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag und hoffe, es hat dir weitergeholfen, jetzt schon mal. Aber wenn du dir wirklich eine Klarheit schaffen möchtest, dir die Situation, wo du aktuell stehst, was du machst, womit verbringst du Zeit, auch nochmal genauer anzuschauen und wohin du wirklich möchtest, was du erreichen möchtest, dann lass uns da wie gesagt telefonieren und dann mach's gut. Schönen Tag dir noch. Ciao.